Hallo. Mir fehlen so ein bisschen die Tiere. Henning, such sie doch mal. Riechst du das? Dieses frische Heu hier, das ist richtig schön. Guck mal rüber. Schöne frische Heuballen. Das ist der Duft des Sommers. We are the farmers. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir sind zu Besuch beim Lohnunternehmen Dobler. Neben mir Hubert, der Fahrer vom Unimog. Und Martin, der Geschäftsführer. Martin, wie lange gibt es euer Lohnunternehmen schon? Seit 1977. Dein Vater hat das mal ins Leben gerufen. Ja. Wie seid ihr gestartet? Wir sind gestartet mit einem Deutz. Damals noch Fahrmähdrescher mit 3 Meter Schnittbreite. Cabrio-Mähdrescher. Wie stellt sich heute euer Betrieb auf? Heute stellt sich unser Betrieb auf in nach wie vor, also Lohndresch in sämtlichen Früchten. Und komplette Grünland. Von Pressen, Mähen, Quaderpressen, Rumpfallenpressen, Wickelsilage. Hier auf dem Hof, man sieht eigentlich nur Deutz. Habt ihr schon mal was anderes gefahren? Unser allererster Schlepper 1954 war ein 10 PS Holder. Das war unser erster Schlepper am Hof. Jetzt haben wir ausschließlich Deutz hier auf dem Hof, aber hinter mir ein Unimog, der U529. Wie hat der denn das in diesen Deutz-Betrieb reinzukommen? Deutz-Drescher, Deutz-Trecker, Deutz-Presse und jetzt ein Unimog? Er hat uns einfach überzeugt durch seine Wirtschaftlichkeit, Flexibilität zum Einsatz. Er ist enorm spritsparend. Die Entfernungen zu den einzelnen Betrieben werden immer länger, weiter. Und du brauchst einfach ein schnelles Umsatzfahrzeug. Du sagst spritsparend. Hast du da mal ein Beispiel? Woran habt ihr das gemessen? Wir haben das gemessen an der Quaderpresse. Ungefähr haben wir mit diesem Deutz 630, 220 PS, ungefähr identische Einsatzzeit, also Menge vom Pressenauftrag, war am Ende vom Tag der Unimog um 50 Liter weniger Sprit. 50 Liter weniger? Ja. Das ist schon enorm. Ja. Wahnsinn. Obwohl der Unimog mit seinen 286 PS ja eigentlich mehr Leistung hat. Hubert, zeig uns doch bitte heute, wo wir gleich mit losfahren. Wir fahren heute mit dem U529, einem 7 Meter Trommelfrontmähwerk und hinten einen Z-Wender. Also hinten ein Heukehrer heißt es bei uns. Alles also der Marke Deutz. Frontmähwerk, es ist ein Trommelmähwerk. Und dann lass uns mal los zur Fläche. Unimog U529. Pascal, du hast Lohnunternehmen Dobler dieses schöne Fahrzeug verkauft. Stell es uns doch mal kurz vor. Sehr gerne. Fangen wir vorne an. Besonderheit an diesem Fahrzeug, Unimog U529 mit der größten Bereifung 495 mit Reifendruckregelanlage. Zusätzlich haben wir noch verbaut eine LS-Hydraulikanlage, auch mit Außenbedienung für den Frontkraftheber. Zum Lichtpaket haben wir Arbeitsscheinwerfer, höhenverstellbar, über eine Lochrastung. Zusätzlich oben 2 LED-Fernscheinwerfer. Zum Fahrer, für den Fahrerkomfort, luftgefederter Fahrersitz. Fach für die Spritze, Luftdüse mit Luftanschluss. Der Kühler hat zusätzlich einen Wendelüfter, weil das Fahrzeug relativ stark im Heu- und Strohpressen unterwegs ist. Wendelüfter, also er pustet sich selber frei. Genau. Fahrer drückt auf den Knopf. Genau. Dieser Wendelüfter, der dreht die Flügel und drückt das Stroh in die zweite Richtung raus. Dadurch pustet man ihn auch selber viel öfter aus, weil es viel einfacher ist. Ne? Genau. Zum Kraftstofftank können wir bis zu 250 Liter Treibstoff mitnehmen. Ist ein Alutank und durch den Alutank geben wir die Wärme ab. Britsche. Britsche ist eine Sonderanfertigung von der Firma Söder. Ist eine massive Stahlbritsche. Heckkraftheber von der Firma Söder. 5 Tonnen mit K3, auch jeweils an beide Seiten mit Außenbedienung. Dann haben wir die Kamera mit Magnetfuß, zusätzlich nochmal Verlängerungskabel.
Ah, hier ist das Verlängerungskabel mit genau, drin. Genau. Und hier den Magnetfuß. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht verstellt. Und dann haben wir auch die mechanische Zapfwelle, wo die volle Motorleistung abgibt. Die kleineren Baureihen, die haben eine hydraulische, ne? Das ist richtig, ja. Die U218? U218, U219. Ja, die dann eher in den kommunalen Dienstleistungsbereich ja, hauptsächlich genau. eingesetzt genau. werden. Ich sage mal, eine hydraulische Zapfwelle reicht aus für ein kleines Güllefass oder ein kleines Schwader, reicht das vollkommen aus. Aber für große Pressen braucht man einfach die volle Leistung. Ja. Und da gehen wir immer auf eine mechanische Zapfwelle. Lass uns weiter gucken. Was haben wir denn hier für eine Blechkiste? Das ist der Abgastrakt der Unimog, eine Zulassung Tier 4b, landwirtschaftliche Zulassung. Deswegen ist ein U529 und kein U530. Okay. Er hat also kein Euro 6 sozusagen. Sozusagen kein Euro 6, ja. Ja. Wir haben da hier einen verstärkten Zwischenrahmen verbaut. Mhm. Und in diesem Zwischenrahmen sitzt auch zusätzlich gleich der Heckkraftheber. Ja. Damit die ganzen Lasten über das ganze Fahrzeug über verteilt werden. Wie sieht es aus mit Hydraulikleistung bei so einem neuen Unimog? Früher waren die leider immer recht sparsam ausgestattet. Bei diesem Fahrzeug haben wir jetzt die LS-Hydraulikanlage. Das ist die größte Hydraulikanlage, die man ab Werk bestellen kann. Okay. Wir sind ja jetzt schon den zweiten Tag mit euch vom Beutelhauser unterwegs. Ja. Der Unimog-Niederlassung hier in der Nähe. Passau und Umgebung, insgesamt über 6 Standorte, wenn ich das richtig verstanden habe, für kommunale Fahrzeuge, also Unimogs. Wir haben den U430 gesehen. Wo sind die größten Unterschiede? Also der Unterschied zum U430 ist erstens der Radstand. Der U529, U530 hat einen längeren Radstand. Zusätzlich hat er schwere Achsen, schwere Federn. Ja, das mit den Federn, das ist mir auch schon aufgefallen. Dieses Mähwerk wiegt fast 2 Tonnen. Er hebt das an und man merkt es, also man sieht es nicht, weil wir haben hinten kein Gegengewicht auf der Pritsche. Wenn ich zu Hause mit unserem 1700er, der ja optisch, wenn man ihn daneben stellt, ähnlich groß ist, der würde vorne so runtergehen und hinten. So, die Zapfwelle läuft schon. 540er Welle. Das Mähwerk dreht los, der Kehrer hinten auf. Hubert wählt vorwärts, stellt sich die Drehzahl ein. Mähwerk einfach aus Schwimmstellung oder wie machst du das? Ja, nur Schwimmstellung wird durch die Federn hochgezogen. Genau. Das Mähwerk wird hier durch die Federn hochgezogen, damit es nicht so viel Andruckgewicht an der Erde hat. Geschaltet. Auf dem Acker fährst du mit Kupplung? Ja, bis zu rangieren und mit den hohen Drehzahlen ist Automatikbetrieb hier nicht so geeignet. Ruck zu doll, wenn er schaltet, ja, ne? Ja, zu schnell. Ja. Eine sehr schöne Übersicht, gerade nach vorne beim Mähen. Mit Hindernissen und so sieht man nirgendwo besser als hier, ne? Super. Übersicht nach vorne durch die flache Haube ist top. Nach hinten haben wir einmal hier die Rückfahrkamera, die mit Magnet fest ist, die ich ein bisschen schnell angebracht habe. Da sieht man nichts. Aber man sieht die Unterlenker zum Anbauen, das ist sehr praktisch. Und in dieser Kombination, wir haben vorne das Mähwerk drin und hinten gleich den Kehrer. Das Kehren soll Sand aus der Silage schütteln und das Anwelken, also dass es trocknet, zum Einsilieren, das lässt es schneller gehen, weil es noch einmal umgeschmissen wird. Hier am Vorgewende ausheben. Beim Ausheben klappt er immer automatisch die Seiten leicht an. Das ist aber eine Technik vom Mähwerk, nicht vom Unimog. Ne? Das gehört zum Mähwerk mit dazu. Jetzt teilen wir die Fläche einmal mittig. Es ist so leise hier in der Kabine.
wie beim Auto. Super gefedert, sehr komfortabel. Also hier kann man darüber unterwegs sein. Wie viele Tage am Stück bist du so am Mähen? Ja, es kommt drauf an, ob das noch zu genau ist. Das Mähwerk ist auch Baujahr 2020, der Unimog ist auch ein halbes Jahr ab den jetzt. Ja. Bist du der Einzige, der in Unimog fährt? Ja, ist größtenteils schon. Ja. Schon ein paar andere da, aber größtenteils. Der Unimog U529 mit 7 Meter Frontmähwerk, somit das größte, was man vorne reinhängen kann. Hinten gleich mit Kehrer hinten dran in der passenden Größe, dass wir gleich nochmal durchkehren können. Vom Lohnunternehmen Dobler, Martin Dobler hier, mit seinem besten Fahrer Hubert und dem Unimog-Verkäufer Pascal dazu. Von der Firma Beutelhauser. Bis zum nächsten Mal, das war's für heute. Schaut in die Kommentare und diskutiert darüber, alt oder neu. Was ist euer Favorit? We are the farmers.